Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball, Ausgabe Nummer 601. Das ist die Fassung für den Samstag. Klar. Dankeschön. Die eine oder andere Gratulation hat mich erreicht zur Ausgabe 600. Ja, jeden Tag. Selbst als ich im Krankenhaus lag und daneben war, da hat dann Martin schnell noch ein paar Sätze gesprochen, um da den Podcast am Leben zu halten. Mal schauen, wie weit wir kommen. Bei 1000 werden wir ganz groß feiern. Ja, im Münsterland. Das ist immer noch versprochen. So, was treiben wir denn heute? Irgendein Experte, habe ich gerade gelesen, hat gesagt, Haaland geht auf die Insel. Dieses Thema macht mich jetzt schon kirre. Mario Basler könnte sich wieder darüber aufregen, dass mich das kirre macht. Aber er geht auf die Insel, hat ein großer Experte gesagt. Wie hieß der nochmal? Aber es war ein großer Experte. Hat das bei Sport1 heute Nachmittag verkündet. Und ich habe es gelesen, gebe es euch weiter, wenn ihr das alles nicht lesen solltet. Ich versuche ja immer komprimiert hier Meinungen, die auch sicherlich manchmal falsch sind, kundzutun und vielleicht das eine oder andere zusammenzufassen, so in 5 Minuten. Die Herren Flick, Brazzo, Rummenigge, das hört ja nicht auf da mit dem Theater. Da muss doch mal einer ein Machtwort sprechen. Vielleicht doch Uli Hoeneß nochmal dazwischenhauen. Das ist schon interessant, die Gemengelage da beim FC Bayern. Der erfolgreichste Fußballverein Europas. Und dann zanken die sich so. Offensichtlich. Und jetzt hat ja Hansi Flick gesagt, zu dem Thema sagt er öffentlich nichts mehr. Und das ist eigentlich vernünftig. Also und trotzdem werden dann wir Journalisten wieder die Aufgabe haben, frag doch mal nach. Gut, dass ich nicht bei den Bayern bin. Möchte das nicht machen. Ich bin Sonntag bei Schalke gegen Augsburg und habe da ganz wenig zu tun, habe ich gesehen. Also ich muss auch nicht fragen nach finanziellen Dingen und so weiter und so weiter. Herr Gramozzi, es wird ins Studio geschaltet. Also nicht mal mit dem muss ich vorher sprechen, sondern nur mit Heiko Herrlich. Also das scheint ein ganz entspannter Nachmittag für mich zu werden auf Schalke. Irgendeiner hat mir geschrieben, Schalke gewinnt 3-1. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt. Und ich finde das ja immer schön. Irgendjemand hat mir heute etwas geschickt. Ich zeige euch das. Wenn man nach Bayer Leverkusen sucht, international sozusagen, dann bekommt man auch ein Emblem. Große Verwechslungsgefahr. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Irgendwo im Ostblock auf jeden Fall. Im Osten. Ostblock gibt's ja nicht mehr. Das sieht ja genauso aus wie Bayer Leverkusen. Witzig. Martin, hast du das kleine Foto eingeblendet? Schön. Danke. So, und dann auch nochmal hier der Schiri, der das Autogramm von Haaland haben wollte. Der tut mir ja jetzt leid. Der ist suspendiert worden. Aber der wollte das haben, um autistischen Kindern zu helfen. Ich glaube, ich habe gestern schon drüber gesprochen. Von Messi hat er schon 9 Autogramme versteigert. Und wer schon mal in Rumänien war, hey Freunde, das ist kein reiches Land. Das ist nicht lustig, in Rumänien zu leben. Natürlich gibt es auch reiche Leute, aber die Mehrheit der Menschen dort ist, sagen wir mal, von größerer Not bedroht, als wir es hier sind. Also Klartext. Deswegen, irgendwie tut er mir jetzt leid, dieser rumänische Linienrichter. Und ein Riesentheater. Tja, bisschen zu viel. Erst habe ich gedacht, ja, was fragt er da nach Autogrammen? Das hätte er doch heimlich machen können. So einfach ist das auch alles nicht. So, gut. Können wir das Thema, glaube ich, abhaken. Kicker. Muss ich ja auch immer lesen. Klar macht man das. Und in der zweiten Liga, da werden ja jede Menge Spiele abgesagt und Corona, Doppelpunkt, alles in Gefahr. Da werden wir wohl noch ein bisschen Diskussionsstoff haben, ob das alles da sauber zu Ende geht. Immer mehr Corona-Fälle in der zweiten Liga. Das ist schon nicht so einfach, was daraus wird. Schalke auch nochmal hier auf der ersten Seite. Kein Geld, keine Stars. Ja. Und dann Hütter und Co., die Trainer wollen ja alle weg, haben alle Ausstiegsklauseln. Und da werden dann jetzt auch Ablösesummen bezahlt. Und Rudi Völler hat ja gesagt, jo, das ist ja dann auch normal, wenn Ablösesummen für Trainer bezahlt werden. Puh. Ja. Und dann 2021 Europameisterschaft, Signale für Fans in den Stadien und Druck auf München. Darüber habe ich hier auch schon gesprochen. Ich halte das für eine bescheuerte Idee von der UEFA, da irgendwie den Druck so auszuüben nach dem Motto, es müssen Fans in die Stadien. Es muss gar nichts. Und wenn diese dämliche Pandemie weiter anhält, wäre es wohl besser,
Wir halten uns da alle sehr bedeckt und versuchen, sie zu besiegen. Also die Pandemie zu besiegen. Ich warte auf meinen Impftermin, wirklich, aber ich habe noch keinen. Ich habe da hingeschrieben, kam die Antwort, ihr Alter ist noch nicht dran. Dabei, ich bin schweinealt, aber ich bin noch nicht dran. Na gut, so, ich habe mir wieder mal ein bisschen was von der Seele geredet. Morgen, wenn wir dann über Bundesliga-Ergebnisse sprechen können, dann ist dieser Podcast auch immer ein bisschen einfacher. Und ich habe eine ganz große Geschichte im Kopf gerade, aber darüber erzähle ich dann demnächst mal hier aus dem Nähkästchen bei Herz, Seele, Ball. Dankeschön nochmal für die Gratulationen, die gekommen sind. Und tschüss, wir sehen uns erstaunlicherweise wieder morgen. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.